Schule, als ob ich Demenz habe, während ich das Lenkrad halte. Weil ich dachte mir, zu Hause, komm, machst du dir eine Nudelsuppe schnell. Ja, gibt ja kein Wasser. Bruder, das ist jetzt der 5. Krankenwagen heute. Könnt ihr nicht einfach alle am Leben bleiben? Was versucht denn der Roller da, Digga? Guten Morgen, YouTube, wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's einfach nur best. Also heute waren... Ah, ja, Digga, danke, dass du mir halt einfach reintütüst. Heute war ein Tag. Ein richtiger Tag war heute, Digga. Digga, jetzt kann ich mal meine Geschichte erzählen, Bruder. Das kannst du dir halt nicht ausdenken heute, Mann. Ja, ich laber, sobald wir aus dem Tunnel raus sind. Also, mein Tag hat heute um 9 begonnen mit einer Nachricht von meinem Chef, dass irgendwas nicht stimmt. Ohne jetzt irgendwie zu viel zu verraten, ich bin ja, ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, in der Glücksspielbranche. Das heißt, aus Sicherheitsgründen haben wir keinen Cash bei uns in den Kassen oder zumindest nur ganz wenig. Und das meiste ist so in großen Automaten und da beim großen Automaten hat irgendwas nicht gepasst. Der Automat hat eine andere Summe gesagt, als die Kasse gesagt hat. Naja, auf jeden Fall schaue ich mir an, ich wollte da eh in der Früh hinfahren, passt. Halbe Stunde später der nächste Anruf, jemand ist krank. Ja, schaue ich mir an, ich kümmere mich drum, bla 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 bla. Dann fahre ich zur Arbeit und ich merke, bevor ich losfahre, Digga, meine Kopfhörer fehlen einfach. Ich muss einfach ohne Kopfhörer fahren. Es ist so eine Katastrophe. Ich fahre jetzt aktuell auch noch ohne Kopfhörer, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mir neue kaufen zu gehen. Auf jeden Fall, ich komme in der Filiale an. Eine Kollegin ist da, sagt mir, ja, ich habe gestern was falsch gebucht. Ah, ja, daran wird es dann auch wahrscheinlich liegen, dass unser Selbstauszahler Probleme macht und überall verschiedene Zahlen stehen. Naja, das auf jeden Fall gemacht. Dann lasse ich mir sehr kommen für heute Feierabend. Reicht erstmal nach Hause gefahren. Ich wollte ja heute die Sommerreifen aufs Auto drauf machen. Sommerreifen hinten reingeschmissen ins Auto, kriege ich eine Nachricht, der Selbstauszahler macht Faxen. Er hat 70 Euro nicht ausgezahlt und jetzt hängt der. Oh mein Gott. Und ich habe keine Zeit und ich habe keinen Bock und sie hat kein Geld. Dann lasse ich mir so kommen, du kannst jetzt eh nichts dran ändern, also machst du das jetzt mit den Reifen und fertig. Dann fahre ich da in die Werkstatt, weil ich wollte auch nicht 25 Euro dafür zahlen, dass mir jemand die Reifen wechselt. Nee, ich zahle lieber 20 Euro und mach selber. Ist auch maximal los. Ich dachte nicht, dass es so teuer wird, aber komm, drauf geschissen. Mach ich das. Neue Reifen dran, vorne an das Faxen gemacht, den Reifen da dran zu bekommen. Ich habe es irgendwie geschafft, ich glaube, es ist nicht richtig, aber dazu kommen wir noch. Dann sind wir fertig mit allem. Ich gehe zur Kasse, will zahlen, nehme keine Karte an, nur Barzahlung. Amanakium, wo ist der nächste Bankomat? Ja, wenn du hier rausfährst und dann an der Hauptstraße links und auf der rechten Seite ist eine Hypovereinsbank. Danke dir dafür. Ich fahre raus. Fahr auf der Hauptstraße links. Brudi, rechts ist nur Wald. Nur Wald und nichts anderes. Keine Ahnung, wo der da eine Bank gesehen hat. Dann dachte ich mir so, ja komm, bleib schnell beim Aldi-Parkplatz stehen und schau's halt auf Google. Ich bleib stehen, Digga. Ich pack mein Handy aus. Bruder, einfach kein Netz. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, Mann. Bruder, in jedem Film, wo sowas passieren würde, die Leute würden sagen, unrealistisch. Sowas passiert doch nicht. Was macht der? Das weiß der auch nicht so genau, oder? Zurück zur Geschichte. Dann dachte ich mir so, ja komm, dreh's halt einfach um. Vielleicht hat er sich verwechselt. Vielleicht ist es nicht links auf der Hauptstraße, sondern rechts auf der Hauptstraße. Fährst rechts auf der Hauptstraße, tada, auf der rechten Seite ist eine Bank. Da Geld geholt, wieder zurückgefahren, den Typen bezahlt für die Miete dort, die ich hatte. Dann fahre ich los. Bruder, das Lenkrad wackelt einfach. Mir fällt einfach in dem Moment ein, Brudi. Es gibt eine Laufrichtung, in welcher sich Reifen drehen müssen. Und die waren kreuz und quer montiert einfach. Plus die Tatsache, dass die halt nicht gewuchtet sind, weil was weiß ich, wie alt diese Felgen bitte sind und die Reifen. Junge, das Lenkrad. Ohne Spaß, ich fahre mit 70 auf der Autobahn. Bruder, als ob ich Demenz habe, während ich das Lenkrad halte. Dann natürlich Reifenwechsel, jeder, der das mal gemacht hat. Es ist unglaublich schmutzig. Du schwitzt ohne Ende. Ich komme nach Hause, Digga. Der Handwerker ist gerade da und macht die Armaturen, weil bei uns ein Wasserhahn läuft. Und hat einfach das ganze Wasser in der Wohnung abgedreht. Bruder, ich stand da. Dann, der Termin war von 14 bis 15 Uhr. Wir waren 14.30 Uhr da. Der Typ war bis 16.30 Uhr da.
Aber na komm, ich war mit komplett schmutzigen Händen und komplett durchschwitzter Kleidung. 2 Stunden stand ich da rum, wie so ein Opfer, das kein Wasser hatte. Dann natürlich in der Werkstatt angerufen, hier, ich brauche meine Räder, Lenkrad, dies, das, Ananas. Ja, nächster Termin ist in 2 Wochen. Bruder, leck mich doch am... Und alles nur, weil ich mir dachte, komm, du wechselst selber die Reifen. Einfach, weil ich Bock hatte. Ich werde nie wieder Reifen wechseln bei einem Auto. Nie wieder, Digga. Ich habe mir halt auch die beste Zeit ausgesucht, mitten in der Rush-Hour durch die Stadt zu fahren, oder? Also, ich habe es ja nicht anders verdient. Ich kann es sagen, wie es ist. Aber ja, das war mein Tag heute. Wie war euer Tag? Ich hoffe, besser. Ansonsten habe ich mich noch auf die Waage gestellt und, Brudi, ich bin aber dieses andere Fett geworden. Wo will denn der Benz hin? Der BMW. Ich track's halt nicht, wo der da rein will. Dazu kommt halt noch, dass ich heute, ja, bis jetzt 3 Eis gegessen habe, weil ich dachte mir zu Hause, komm, machst du dir eine Nudelsuppe schnell. Ja, gibt ja kein Wasser! Ja, jetzt bleiben sie auch stehen. Oh mein Gott, warum fährt der nicht? Bruder, die haben alle... Digga, du bist... What the f***? Wie kann so jemand einen Führerschein haben? Ach, wie habe ich diese Stadt vermisst. Wie habe ich dieses Wetter vermisst, Junge. Wie habe ich Motorradfahren vermisst, Junge. Also laut dem Porsche von 26 Grad. Ich muss sagen, das sind sehr, sehr heiße 26 Grad. Bruder, das ist jetzt der 5. Krankenwagen heute. Könnt ihr nicht einfach alle am Leben bleiben? Ist das nicht der neue McLaren? Der 765, genau. Bruder, das Ding sieht auch fett aus. Ihr habt es natürlich leider nicht gesehen, weil Mr. Benz neben mir fahren muss. Ich habe keine Lust mehr zu warten, deswegen stehe ich auch hier. Sollen wir einmal Vollgas geben? Ja, oder? Huch, was ist denn da passiert? Ja, der Passat steht da wie ein Weltmeister, ne? Und ihr alle steht da auch sehr gut, weil der Bus wird gleich anders ab... ...hoffe ich alle sein. Was versucht denn der Roller da, Digga? Bro, heute sind aber nur die Experten unterwegs. Also heute, Brudi, da hat jeder Führerschein im Lotto gewonnen. Ohne Spaß. Und der dachte sich einfach keinen Bock mehr zu fahren? Ja. Digga. Einfach nur Digga. Die Sonne tut den Leuten nicht gut, sag ich euch, wie es ist. Der hat auch besten einen Parkplatz für sein Bike gefunden. Naja, YouTube, ich glaube, wir packen es dann, oder? Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Wenn nicht, dann nicht. Oh, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Jalla. Habob. Zap, zap, zarab. Ob, das war ein bisschen zu hart.